Hallo Freunde, ich bin's mal wieder. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Heute soll es mal ein kleines bisschen um die Citaro-Familie gehen. Genauer noch hier um die E-Citaros. Was mir daran gefällt und was mir daran nicht gefällt. Und auch die Varianten, wie jetzt zum Beispiel hier, ne, die Gelenkvariante. Den E-Citaro als Gelenk, den soll es wohl so wirklich geben. Ich habe jetzt nicht weiter nachgeforscht, also denke ich einfach mal, dass das wirklich so gibt. Gefällt mir so optisch auch erstmal ganz gut. Und also wie gesagt, ja, vielleicht die Rundung oben, hinten geht's eigentlich, aber vorne, naja, da ist er mir sehr rund. Hat nicht ganz so dieses typische Citaro-Outlook, ne? Aber macht trotzdem was her, definitiv. Ansonsten, von den Seiten ist er wie die normalen Citaro C2s auch. Und ja, kann man nicht meckern. So, ich habe natürlich eine Variante genommen, die diesen hübschen Stern da inne hat. Das ist natürlich eine Mod, die man bei Steam runterladen kann. Ist aber noch mit dem alten Berlin-Logo. Das neue ist ja leider sehr schlicht und hässlich, meiner Meinung nach. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. So, beim Interieur fangen wir natürlich mal beim Cockpit an. Da ruckelt es aber noch ein bisschen. Ja gut, hier fehlt der Stern auf dem Lenkrad. Ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. Uns geht es ja nur in zweiter Linie um die Optik. In erster Linie geht es ja immer ums Fahren bei so einem Simulator, ne? Ja, ansonsten, das VDV, also das Cockpit, ist so, wie ich es kenne. Außer die Anordnung der Knöpfe. Dieser Knopf befindet sich bei uns hier in Berlin, hier an dieser Stelle. Die Flügel... Türsperre. Oh Gott. Ich glaube, die ist weiter hier links irgendwo. Ich glaube, hier ist die. Dann dieses Auto ist an dieser Stelle. Steht aber bei uns nicht Auto, sondern ist, glaube ich, nur das Symbol. Und genau. Ich gehe jetzt natürlich von den normalen Citaros dieselbetrieben aus, weil den E-Citaro, den bin ich schon gefahren. Ja, weil wir jeden Typen bei der BVG können müssen. Für den Fall, dass wir den mal haben und dann fahren müssen. Aber ich denke mal, dass das beim E-Citaro genauso ist wie bei den Diesel. 100% sicher bin ich mir aber nicht. Dann das hier haben wir gar nicht. Nur dieses Hoch- und Runterpumpen und das Kneeling hoch und runter. Und diese Taste ist, glaube ich, tatsächlich hier. Traktionskontrolle kann ich mich nicht entsinnen. Dann der Spurassistent kann ich mich auch nicht entsinnen, tatsächlich. Diese Taste ist völlig woanders. Damit, wir sehen jetzt gerade schön diese Lenksäule. Beziehungsweise zusammen mit dem Lenkrad kann man das dann nach vor und nach hinten sich einstellen. Ein bisschen hochziehen und runterdrücken. Also sich das Lenkrad komplett einstellen, wie man es will. Das macht man über diese Taste. Dann ist das hier die Haltestellenbremse. Die Taste gibt es bei den Berliner Bussen so gar nicht, weil das mittlerweile bei den modernen Fahrzeugen so geregelt ist, dass, wenn man die Türen öffnet, diese Haltestellenbremse automatisch angeht. Von daher unwichtig. Recording, ja, hat mit dem Kamerasystem zu tun da oben. Man kann ja auch einstellen, welche Kamera angesteuert werden soll. Zum Beispiel haben wir hier. Auf der Höhe haben wir eine Kamera und die anderen verrate ich euch mal nicht. Aus Gründen. Genau. Diese Recording-Taste ist irgendwo anders. Ich glaube hier links oder so war die. Aber nagelt mich nicht fest. Dieses Laut- und Leise-Taste kann ich mich auch nicht entsinnen. Diese Menü-Durchschalt-Dings haben wir, glaube ich, gar nicht. Das funktioniert hier über das Lenkrad, über diese Pfeile und so.
Die Lichtanordnung ist anders bei uns. SOS, Notbeleuchtung, haben wir so gar nicht. Wir haben den hier und den hier. Der hier stimmt, glaube ich. Der hier ist an dieser Stelle oder an dieser Stelle. Und an der Stelle haben wir noch so einen anderen Knopf, der im vorderen, also hier in diesem Bereich, ich hoffe, man sieht die Maus überhaupt, das Licht ein bisschen abdimmt, dass es nur hinten beleuchtet ist, sonst spiegelt das hier in der Scheibe. Und das ist sehr hinderlich, dann so zu fahren. Ja gut, das Licht ist klar, ne? Können wir auch schon mal, ups, nee, so. So ist das auch bei unseren Citaros. Das haben wir, glaube ich, gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber hier, das fährt, also Nebelschlussleuchter und Fernlicht, also Nebelleuchter. Das haben wir. Diese beide, diese Taste hier, Außenlautsprecher und Innenlautsprecher, ist bei uns irgendwo hier angelegt, in diesem Pattern. Jo, genau. Notlöse, falls die Türen nicht mehr zugehen, der Bus aber trotzdem weggefahren werden muss. Sonnenblende haben wir hier einmal für das Seitenfenster. Das lässt sich hier allerdings nur mit der Hand runterziehen. Das geht bei uns elektrisch und ist komplett undurchsichtig. Ja, und dieses Ding haben wir auch irgendwo hier. Aber fragt mich jetzt nicht. So, soviel zum Cockpit. Das Lenkrad ist außer dem fehlenden Stern 1:1. Das haut hin. Pedale hauen hin. Wir in Berlin haben natürlich hier noch einen Fußtaster, wenn wir dann mit unserer Leitstelle sprechen möchten. Ich mache vielleicht den Bus auch schon mal ready. Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. So. Genau. Selber hallo. Genau. Hi. Ja, ansonsten den Innenraum, den hatte ich mir schon mal angeguckt. Im Großen und Ganzen solltet ihr den auch kennen. Der ist 1:1. Ja, egal ob beim Diesel oder beim E-Citaro, ist das hier alles 1:1. An der Seitenwand glaube ich nicht ganz, aber da könnte ich mich irren. Ansonsten wirklich 1:1 mit den Nothämmern, diese Lichtbalken, auch mit dem Rotlicht, wenn die Türen geschlossen werden. Notöffnung, ja, das ist beim E-Citaro hier ein bisschen anders als beim Diesel. Monitore, die Beklebung, ist sonst alles 1:1. Das haut hin. Ja, von außen hatten wir ja schon gesprochen. Und genau. So, dann, ach ja, was mich hier ein bisschen bei The Bus noch stört, ist, ich habe mir die Türen zwar auf die Tasten gelegt, aber die Tasten drücke ich und es passiert einfach nichts. Und ja, kann man halt auch mal machen, wird aber noch gefixt. Ach, und echt jetzt KI? Egal, das ignorieren wir mal gekonnt. Weil auch da muss noch viel dran gearbeitet werden. Und wir sind ja in der Beta-Phase, ne? Genau. Ansonsten, was gibt's noch zu erwähnen? Vielleicht kann man es erkennen, vielleicht auch nicht so ganz. Aber guckt mal die Spiegelung in den Pfützen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade die 5.1. Die ist natürlich, also die Unreal Engine 5.1, so ist es. Ist natürlich jetzt wieder nur eine Beta-Beta. Ne? Das heißt, das ist noch nicht ganz fertig. Aber in der Unreal Engine 5.1 geht schon wieder ein bisschen mehr mit der Beleuchtung und mit dem Raytracing und so weiter, beziehungsweise hier ist ja dann Lumen, die Beleuchtung, und die haben ja sowas ähnliches, so eine Art Software-Raytracing haben sie ja bei der Unreal Engine.
Und das kommt hier zum Tragen. Und ich muss sagen, dafür, dass es noch nicht fertig ist und nur erstmal so eine grobe Vorschau, sieht das schon schick aus. Was ist jetzt hier mit den... Ich weiß, Bordstein ist nicht so gut für die Reifen, aber... Was soll ich machen, wenn diese Super-KI wieder super funktioniert? Oh, und wieder ans Lenkrad gewöhnt. Freunde, ey, man fährt ein paar Tage im Real-Life-Bus und dann setzt man sich wieder an den Simulator. Zwei verschiedene Welten. Ja, genau. Also wir befinden uns in der 5.1 und es soll wohl auch noch... Ach ja, hier, diese Abbiegekamera. Die eigentlich gehen müsste, wenn ich den Blinker anmache, aber das tut sie nicht. Stattdessen geht sie an, wenn ich die Türen öffne. Das stimmt natürlich so nicht, das habe ich TML natürlich auch schon zugesandt, dass da noch was geändert werden muss. Und ja, das wird dann sicherlich mit der mit dem regulären 5.1 Unreal Engine Update, sprich in der 2.2 von The Bus, wird das dann wahrscheinlich behoben sein. So wie noch weitere kleine Fehlerchen, die wir vielleicht noch zu sehen bekommen. Mal gucken. Ja, und die Hupe, der Sound, nein. Einfach nein. Der Sound ist sowas von nicht richtig. Aber auch das wird irgendwann noch gefixt. Ja, wir sind ja wie gesagt in der Beta, da ist nichts fertig und alles offen. Und viel Arbeit steht da noch im Raum. Ja. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil man sieht schon so ein bisschen die Spiegelung und so. Und angeblich gab es auch eine Performance-Verbesserung, zusätzlich mit Bugfixes, so wie üblich immer. Ne? Das ist ja in jedem Update, gibt es ja immer Performance-Verbesserungen und Bugfixes, wovon man dann in der Regel nicht viel bis gar nichts spürt oder sieht. Außer bei dem einen großen Update. Ich bin mir gerade nicht sicher, war es die 1.10 oder so? Ich weiß es nicht mehr. Aber bei einem Update, da war es spürbar. Wirklich deutlich spürbar. Jetzt hier ist ja halt nicht so spürbar, leider. Aha, jetzt muss ich ja die Türen hier von Hand öffnen, weil hier nichts geht. Ach, ärgerlich. Hi. Ja, hi. Ansonsten ist aber schon was sichtbar, finde ich. Und spürbar. Also, so langsam, aber sicher wird's. Oh. Wow. Keine Rücksicht auf Verluste. Einfach angerauscht kommen. Ne, ohne Rücksicht auf Verluste, so. Ja. Heute fahren wir mal wieder ein kleines Stück die TXL-Linie, aber die werden wir heute nicht zu Ende fahren. Und warum, erfahrt ihr gleich. Oder bald gleich, demnächst. Ihr wisst schon. Ja. Ich wollte euch einfach nur dieses kleine Update, was gestern reinkam, am Dienstag, will ich meinen, was war das? Dienstag, der 28. Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Ja, genau. Dienstag, der 28.3. kam die 2.2 so um die Ecke geflogen und ja, dachte ich mir, auch wenn es nicht wirklich viel ist und nicht, ja, eigentlich kaum lohnt, darüber jetzt ein Video zu machen, ein ganzes, deswegen mache ich auch kein ganzes Video darüber, weil man sieht halt die Spiegelung und angeblich auch Performance-Verbesserungen, die ich so leider nicht feststellen kann. Kann aber auch an meinem System liegen. Und ja. Aber optisch sieht man schon so ein bisschen was, finde ich. Also das mit dem Licht und mit dem Reflexionen. Das merke ich schon. Ich hoffe, dass man das auf YouTube dann auch so sehen kann, weil, wie gesagt, da wird ja mal die Qualität gemindert so ein bisschen. Das hat Speicherplatzgründe. Och, oh Gott. Oh.
Ein kleines bisschen müde bin ich. Aber ich glaube, das kann man mir nachsehen. Nach einer 8-Stunden-Schicht. Die sehr früh begonnen hat. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir es gerade 15.39 Uhr, um ganz genau zu sein. Ja, ich habe heute schon um 5 Uhr begonnen. Nee, 6 Uhr. Um 6 Uhr habe ich heute angefangen. Und hat schon wieder alles wunderbar nicht geklappt, so wie es soll, ne? Und ja, ob man es glaubt oder nicht. Oh Gott. Entschuldigung. Da ist man danach doch schon ein bisschen müde. Das schafft einen ganz schön, dieses ganze Zeit konzentrieren. Das, man weiß schon, was man da gemacht hat, den ganzen Tag über. Ja. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu den Citarus zu sprechen kommen. Also, bis auf so ein paar klitze Mikrokleinigkeiten optisch, passt das alles. Ne? Gefällt mir auch sehr. Was mir noch nicht so gefällt, sind die Sounds. Leider. Aber das ist halt nur meine persönliche, bescheidene Meinung. Ne? Das ist, ja, nichts Weltbestimmendes. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung, die ihr auf gar keinen Fall teilen müsst, wenn ihr nicht wollt. Aber vom Soundbild gefällt es mir noch nicht ganz. Es hört sich an wie ein Elektrobus, ja, aber es hört sich nicht ganz an wie der Citaro, finde ich. Also nicht ganz. Es ist nah dran, um Gottes Willen. Und vielleicht bin ich hier gerade ein bisschen pingelig, aber das bin ich ja gerne mal ab und zu. Obwohl man es eigentlich nicht sein soll, weil Beta, ne? Ja, die Türsounds, die... Oh Gott, waren die so? Ich glaube, ja. Der Blinker, der ist noch ein bisschen zu langsam und... nicht ganz original vom Sound her, würde ich sagen. Aber der Blinker, der stört mich jetzt nicht ganz so. Obwohl, der Sound gefällt mir sogar eigentlich. Den könnte man tatsächlich noch so lassen. Guck, das haben sie immer noch nicht gefixt. Die Spur, auf der ich mich jetzt in diesem Augenblick befinde, ist auch eine Linksabbiegerspur eigentlich. Man hat hier zwei Linksabbiegerspuren an dieser Stelle. Das müssen sie noch beheben. Wenn sie denn der Realität etwas näher kommen möchten. Ist aber, glaube ich, auch die einzige Stelle. Zumindest die einzige... Oh Gott, Entschuldigung. Ich bin echt so fix und foxy, ne? Die einzige Stelle an Straßenkreuzungen, wo die Spur nicht ganz hinhaut. Also, dass das hier eine Geradeausspur ist, anstatt eine Abbiegerspur. Aber gut. Da bricht man sich jetzt auch nicht unbedingt einen Zacken aus der Krone. Aber ich fände es halt schön, wenn sie es doch ändern würden, weil ich wohne ja nicht so weit weg von diesem Standort hier jetzt gerade, ne? Und ich kenne mich halt sehr gut aus in der Ecke. Und es ist halt schon immer ein bisschen traurig, wenn man dann sowas sieht und weiß, eigentlich ist es da anders. Das wurmt einen irgendwie so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Man weiß, es ist anders und man hätte es jetzt hier gerne in-game auch gerne anders. Ne? Aber ja. Ja, ansonsten zu den Sounds gibt es ja nicht so viel zu sagen, tatsächlich, weil so viel Sounds hat ein Elektrobus nicht. Und das, was die Fahrgeräusche angeht, ja, das kommt der Realität sehr nah. Die Haltestellenansagen sind natürlich sowas von nicht original. Wir haben so eine eher männliche Stimme, aber Philippa ist eigentlich eine Frau. Und ja, aber aus Copyright-Gründen und so weiter kann man die Originalansagen mit dem Original-Gong, sage ich jetzt mal, nicht verwenden, zumindest nicht als Game Producer und Publisher. Ne? Deswegen gibt es ja auch eine Mod, ich glaube für die Linie 200, hätte ich eigentlich auch mal runterladen können beim letzten Video oder für das letzte Video. Hatte ich aber da nicht dran gedacht, leider. Ja, aber als Mod geht das, weil ein Modder verdient kein Geld daran und da ist es dann dieses Fair Use Prinzip oder so. Und es ist ja auch kein Produkt, das man so verkauft und deswegen geht das. Ne?
Aber TML bzw. Aerosoft dürfen das so nicht ins Spiel einbauen oder einbauen lassen, weil es dann gegen Copyright-Richtlinien verstößt. Und ja, ihr wisst ja, in Deutschland ist das alles noch strenger als in allen anderen Ländern dieser Erde, glaube ich. Und deswegen geht das nicht. Deswegen diese Ansage, die reicht aber auch. Also kein Mensch achtet jetzt allzu sehr auf die Bandansagen eigentlich. Oder, naja, ich kann immer nur von mir reden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr seht das vielleicht anders als ich. Ja. Oh Gott, hier hakelt's. Im Übrigen, leider auch nicht in den Kommentaren, obwohl ich immer wieder darauf hinweise, schreibt es mir in die Kommentare gerne. Das ist kein Problem. Kritisiert mich ruhig, ja? Also sagt ruhig, ey, Mike, hier und bla und nö. Ne? Oder auch wenn ich hier auf gut Deutsch gesagt ein bisschen Kacke fahre, ne? Weil also, dass das nicht so gut und nicht so schön ist, wie es sein soll. Sagt mir das ruhig, ich kann damit umgehen. Das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Ja. Ich kann euch aber sagen, in der Realität fahre ich bedeutend besser und ruhiger und sicherer. Da ist die Steuerung aber auch deutlich präziser. Also hier in The Bus ist das noch sehr unpräzise. Und da musst du dann mit Gefühl gegensteuern, sage ich mal. Und das ist gar nicht mal so leicht mit so einem ollen Lenkrad, wie ich eins habe, und den Pedalen dazu. Also wie gesagt, die sind locker 15 Jahre alt, das Lenkrad und Pedale. Ja, alles nicht so leicht. Ja, aber damit ihr euch mal selbst davon überzeugen könnt, wie ich denn im Real Life fahre, habe ich mir was ausgedacht. Und was genau das ist, sehen wir dann an der Turmstraße. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere jetzt schon vorgespult hat zu der Stelle, wo ich an der Turmstraße bin. Ja. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann hört ihr das ja gerade an dieser Stelle. Aber ich bin mir sicher, dass einige jetzt zur Turmstraße vorspulen. Ist ja nicht mehr weit. Die paar Sekunden jetzt noch. Ja, was könnte das sein? Was könnte ich da in petto haben, was ich euch da gerne sagen, zeigen möchte, wie ich denn in Real fahren würde? Ich sag nur so viel, es hat mit einer der Linien zu tun natürlich, die ich fahre. Der ein oder andere kennt diese Linie, weil Berlinerin oder Berliner. Für all diejenigen, die diese Linie nicht kennen. Es handelt sich um die Linie 143. Und ja, die fahre ich sehr früh morgens. Hallo, einen Fahrschein bitte. Nein, du kriegst keinen Fahrschein. Hi. Aber netter Versuch. Ja, wie das Ganze aussieht und dass ich das halt nur in einer bestimmten Perspektive machen konnte, und leider hatte ich auch nur mein Handy zur Verfügung, was natürlich die Qualität sehr mindert. Es ist angeblich UHD, aber nur mit 30 Frames pro Sekunde, und ja, leider findet die Kamera auch nicht so ganz den Fokus und ich musste sehr viel nachbearbeiten, Kennzeichen ausblenden, Gesichter ausblenden, weil das ist ja alles nach Datenschutzgesetz und so, ne, darf man ja nicht mehr zeigen. Obwohl ihr draußen auf der Straße rumlauft und Kennzeichen sehen könnt, noch und nöcher. Warum sind die nicht verpixelt? Haha. Ne? Aber gut, lassen wir es mal. Ja, genau. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Aufnahme. Ich rede da nicht großartig, weil das ist ja während meiner Arbeitszeit. Und eigentlich ist es auch nicht so gern gesehen und eigentlich noch nicht mal so ganz gestattet. Aber man sieht mich nicht, man sieht meine Fahrgäste nicht. Ich verletze also von niemandem die Privatsphäre oder die verstoße gegen kein Datenschutzgesetz. Das ist der BVG natürlich wichtig. Nachvollziehbar, denke ich mal. Und
Ja, deswegen habe ich mir Mühe gegeben, auch nichts zu sagen. Man hört mich nur einmal kurz Hallo sagen, weil ein Kollege hinten eingestiegen ist, der mich begrüßt hat. Genau. Ansonsten ist das wirklich einfach nur so ein Video, so ein Stummfilm. Man hört natürlich Sound. Ich bitte auch, das Rauschen der Lüftung, der Heizlüftung, da ein bisschen zu entschuldigen. Ich musste natürlich heizen, weil es war saukalt an dem Morgen und weder ich noch meine Fahrgäste wollten frieren. Ergo musste das an sein und man hört das leider so ein bisschen. Man hört aber auch die Haltestellenansagen, allerdings sind sie im Sound etwas verändert, weil wegen Datenschutz, Copyright-Gründe. Datenschutz, jetzt habe ich es schon mit dem Datenschutz. Genau, Copyright-Gründe und deswegen habe ich da so ein bisschen leichten Filter drüber gelegt. Damit gilt das als Remix oder verändert, ne? Und da ich ja kein Geld damit verdiene, darf ich das dann so tatsächlich präsentieren. Ich bitte euch aber trotz alledem, nicht diese Haltestellenansagen da rauszufiltern, sonst irgendwie was. Wenn, dann kommt nach Berlin oder ihr seid bereits Berliner, nehmt euch das selber auf. Ja, weil ich möchte nicht, dass ihr das von mir habt und dann so bearbeitet, dass es wieder richtig original klingt. Und da möchte ich keinen auf den Dates kriegen. Aber eigentlich ist das so, ja, bearbeitet, dass ihr das gar nicht wirklich verwenden könnt. Und sollt ihr auch gar nicht. Genau, dann würde ich sagen, Video ab. Ich verkaufe dem Herrn jetzt hier noch einen Fahrschein, fahre weiter, während ihr dann die Linie 143 seht. Oh, ich verkaufe keinen Fahrschein. Geht natürlich auch. Während ihr die Linie 143 seht. Viel Spaß.
Einsicht.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da, gerne einen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.